Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Dungeon Siege. Weiter geht's, wir sind hier gerade in Stonebridge und in diesem Haus, die habe ich schon angequatscht, glaube ich. Strandräumen, okay, aber das haben wir jetzt nicht als Questziel dazu bekommen. Ah, diese Kamerasteuerung, Leute. Ach Gott. Muss ich immer wieder drehen? So, wir gehen weiter. Durch Stonebridge hier. Da können wir nicht handeln. Ich hoffe, dass wir wirklich demnächst einen Handelsposten bekommen. Also, beziehungsweise einen, mit dem man handeln kann. Ah, nö, das bin ja ich. Ich gehe die ganze Zeit mit diesem Kumpel. Wie heißt der jetzt schon wieder? Der Giorn. Der Giorn. Wir haben über 1000 Gold. Somit sollten wir es eigentlich schaffen, dass wir ordentlich handeln können, ne, Leute? Ja, wie gehen wir da jetzt runter? Hier. Gut, dann schauen wir weiter. Die Ruinen von Veserin Gross. Okay. Das schaut einmal verdächtig aus, hat er gesagt. Ja. Wen haben wir da? Ah, okay, da sind Soldaten. Ihr seid hier, seid ihr fürs Erste sicher. Den Krux dürfte nach dem Massaker gestern Abend erstmal die Lust vergangen sein. Okay. Gut, das sagt er nur das. Du, mit dir kann man nicht reden. Okay, das ist auf jeden Fall. Aha, aha, aha. Okay, super. Da habe ich was gefunden, was gesehen. Ich habe das übersehen. Was ist das? Oh. Na, geh. Na, der schlaft. Der schlaft nur. Na, da ist Blut. Oh, na, geh. Leute, war das wahrscheinlich ein Böser. So, was bist du für einer? Was bist du für einer? Mhm. Da. Oh. Ist das eine Sie, ja? Wieso die Krux glaubten, sie könnten in Stonebridge magische Artefakte finden, kann ich wirklich nicht sagen. Sie sind hier durchgezogen und haben alles zerstört, was nicht magisch aussah. Alles andere haben sie gestohlen. Es war schrecklich. Mehr. Ein paar Mistkabel und Schürhaken sind kein Grund, um ganz Stonebridge am Zehnstein zu richten. Crash sagt anzünden, Crash sagt einschlagen. Wenn mir dieser Crash jemals unter die Finger kommt, wird er sehen, was ich einschlage und anzünde. Okay, hast du noch was für mich? Okay, nein, nö. Ja, da dürften die Hunde leider Gottes draufgegangen sein. Hier gehen wir mal durch. Da ist ein Reitstall, da gehen wir mal rein. Gibt's hier was zu looten, Leute? Loot tut gut und das ist wichtig. Nö, da ist ja gar nichts. Aber hier haben wir Pferde. Hier haben wir mal einen Pferdebesitzer, ne? Kann ich mir ein Pferd holen? Ein Esel. Sind das Esel? Der Esel. Okay, da bist du. Ja. Mhm. Okay, ja. Lieb. So. Ich finde, wir hätten die Schweine gleich vertreiben sollen, als wir hergekommen sind. Die Dummfresser haben mir nichts als zwei Maulesel und eine halblahme Stute gelassen. Die zwei Maulesel kann ich verkaufen, aber für weniger als die Hälfte als vor der Woche. Interesse? 320 Maultier kaufen? Ist es wichtig? Nö, ich möchte noch kein Maultier haben. 320 würde uns kosten. Ich brauche Tränke und so. Kannst du mit mir handeln? Die zwei Maulesel, Silberhuf und Leuchtturm. Nö, das ist nur ein Eselverkäufer. Ah! Okay.
Ich möchte den Maulesel nicht kaufen. Jetzt habe ich unten hier schon wieder diese Anzeige nicht. Ich habe das ja jetzt umgestellt, die Skalierung auf OBS, aber da tut sich nichts. Was ist da? Da ist nichts. Nö, da kann man nichts. Ja, ich habe kurz mit meiner Tochter geredet. So, wir gehen wieder raus. Wir gehen in dieses Haus. Es reimt sich. Da haben wir auch ein Hütchen. Hi, wer bist du? Willkommen in der Schmiede zum Schwarzen Hammer. Ah. Die Krugs haben uns fast alles gestohlen. Aber was wir noch haben, findet ihr nirgends günstiger. Was darf ich euch zeigen? Einkaufen und verkaufen, Leute. Ich möchte dir was verkaufen. Und zwar das hier. 1086, gut. Was haben wir dann? Weiteres. Ja, es ist eigentlich alles sehr gut. Erfordert Stärke 14. Das kann ich ihm eigentlich verkaufen. Feuerbolzen, Kampfzauber auf Fähigkeitsstufe 3. Ich weiß nicht, ob ich das verkaufen soll. Das 14 bis 17 Schaden, das möchte ich mir behalten. Stärke 12 habe ich bald. Was ist das? Erfordert Geschicklichkeit 13. Zweihandwaffe. Nö. Nö, nö. Ich die ganzen Zauber, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, die ganzen Zauber hier. Die ganzen Zauberbücher zu behalten, weiß ich nicht. Das möchte ich auch lassen, Stärke 14. Das ist 44 Verteidigung. Weil da habe ich nur 10 Verteidigung. So, was können wir hier verkaufen? Ich habe es. Können wir das nicht decken? Nö. Was haben wir hier? Verteidigung 19. Verteidigung 10. Feste 13. Verteidigung 19. 19. 19. Das ist ja beschlagenes Leder. Ja. Was haben wir da? 13. 18. Ich werde mir das hier kaufen. Dafür verkaufe ich ihm das hier. Ziehe mir das natürlich gleich an. Entschuldigung, Leute. Ich bin etwas erkältet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ins Zauberbuch reinlegen, Leute. Okay. Ja, jetzt habe ich wieder mehr Platz. So. Das hat Stärke 44. Das möchte ich mir auf jeden Fall noch behalten. Ja. Dann haben wir Filzhaube des Fuchses. Verteidigung 2. Ich habe noch keine Haube auf. Das hier? Gibt es das gratis oder was? Cool. Ah nein, nö, hat eh was gekostet. So, jetzt habe ich auch Verteidigung 2. Für 7 Gesundheitspunkte hinzu. Fügt 7 Gesundheitspunkte hinzu. Cool. Handschuhe kann ich dabei nichts kaufen von ihm. So, wie schaut es mit ihr aus? 16. Da haben wir 19. Verkaufe hier. Beschlagenes Leder. Sie braucht es ebenfalls. Gut. Da haben wir auch nichts mehr. Keinen Hut oder irgendwas. Verkaufen. Okay, kann ich jetzt nicht. Geschichte der Azoniten habe ich schon gelesen. Verkaufe ich ihm. Was haben wir da? 3 bis 7. 6 bis 8, das kann ich ihm verkaufen. Ja, es wird ein bisschen gehandelt jetzt. Ist auch einmal wichtig, ne?
Kann ich verkaufen. Normalerweise dürfte das nichts ausmachen. So, 17 bis 27. Das braucht aber vor der Geschicklichkeit das Rundschild. Werde ich ihm verkaufen. Ich werde da alles einmal ordnen. Das muss nämlich auch einmal sein, Leute. Ein bisschen ordnen. Was haben wir hier? Das kann ich ihm verkaufen. Das ist Fleisch. Ja. Okay. Was haben wir hier? Ja. Gut. So kann ich da nichts mehr kaufen. Und was ist mit diesem Giorn? Er hat 11. 13. 19. So einen Helm hat er jetzt nicht für mich, was ich nur auch schon aufsetzen kann. Also brauche ich das im Moment auch nicht. Und er hat sonst noch nichts. Weiter. Ah, da geht's weiter, Leute. Handschuhe. Hat nur zwei... Verteidigung, Handschuhe mit zwei Verteidigung. Drei Verteidigung. Die Handschuhe wird er sich nehmen. Eine Verteidigung, eins. Ja, der hat lauter einer Verteidigung. Was hat er hier? So, gut. Eine Kappe, Verteidigung 1. Spitzhaube, Filzhaube, wird er sich aufsetzen. Verteidigung 2, Leute. Dann verkaufe ich ihm das wieder. Jetzt habe ich hier Verteidigung 2 bei ihm, beim Giorn. So, dann werde ich mit ihr auch noch weiterschauen. Sie hat Verteidigung 2, da hat er sowieso nichts Stärkeres. Ja, da hat er wirklich nichts Stärkeres. Verteidigung 1, 1. Handschuhe, jawohl. Kaufen. Haben noch immer 555. Heiltränke habe ich genügend. Stiefel ist überall 1. Was hat er? Feuerbolzen, Kampfzauber, Fähigkeitsstufe 2. Nö, brauche ich nicht. Zauber. Verschiedenes. Habe ich ihm verkauft. Er hat ein Verteidigung 2 Schild. Der hat Verteidigung 3. ...10% Chance, einen Nahkampfangriff abzuwehren. 5% Chance, einen Fernangriff abzuwehren. Aber ich nehme einen Dreier-Schild. Okay. Sehr gut. Sieben bis elf Schaden. Ich muss mal schauen. Waffen. Da können wir jetzt nicht. Da hat nur Bögen. Wer hat einen Bogen? Ich habe einen Bogen. Und zwar 5 bis 9. 10 Meter Reichweite. 7 bis 11. 9 bis 15. Einen spröden Bogen. 10 bis 16. Einen kurzen Kompositbogen. 10 bis 16. 10 Meter Reichweite. 10 Meter.
Kurzer Kompositbogen, kurzer Kompositbogen. Was haben wir hier? 8 bis 14. Ich werde den kurzen Kompositbogen kaufen. Ja, da habe ich jetzt einen neuen Bogen, Leute. 10 bis 16 Schaden. Okay. 1 bis 2 Schaden. Pff, Leute. 5 bis 9. Er braucht auf jeden Fall eine neue Waffe. 10 bis 13 Schaden hat er sowieso. Das ist eh gut. Das ist sehr gut. Ja, das reicht ja auch schon. 10 bis 13, das ist der gleiche. So, sind wir eigentlich ausgerüstet, Leute. Zauber. Geschichte der Zoniten. Zauber. Feuerbolzen. Da haben wir Waffen. Schilde. Rüstungen. So, wir sind fertig und schließen. Danke fürs Reinschauen. Kommt bald wieder. Kein Problem. Ich habe dir einiges verkauft und wir werden jetzt einmal das Spiel speichern, überschreiben. Sehr gut. Also, dann gehen wir es weiter an. Können wir irgendwas looten? Ne? Da können wir wahrscheinlich nur irgendwas stehlen, ne? Würde ich mal sagen. Da können wir auch nichts looten. So, dann schauen wir mal weiter. Schmiede zum schwarzen... Was? Zum schwarzen Hammer? Ja, Schmiede zum schwarzen Hammer. Ich muss ja den In-Game-Sound einmal ein bisschen leiser drehen, Leute. Das ist doch Wahnsinn. Allgemeiner Musiklautstärke werden wir um einiges runtersetzen. Stimmenlautstärke nach oben pfeffern. So, was haben wir hier? Hallöchen, ist hier jemand zu Hause? Entschuldigung, Leute. Ich bin erkältet, wie schon erwähnt. Wir haben kaum mehr was übrig, seit die Krugs uns überfallen haben. Ich weiß wahrhaftig nicht, welche Beute sie hier bei Eden zu finden hofften. Zum Glück sind sie jetzt weg. Ja, zum Glück sind sie jetzt weg. Geht, wenn ihr müsst, aber vergesst nicht, bei Eden ist immer offen. Komme, was da wolle. Seid gegrüßt. Hm. Ich bin Zed, der Zauberer. Und seit kurzem auch Zed, der Gelangweilte. Man sagt mir, ich hätte gerade das Größte verpasst, das diesem erbärmlichen Dorf je widerfahren ist. Wenn ihr einen Zauberer brauchen könnt, nehmt mich doch mit. Ich würde gern irgendwo in diesem Königreich einmal etwas Interessantes erleben. Normalerweise kosten meine Dienste ein Vermögen, aber um hier rauszukommen, wäre ich sogar bereit, meinen Preis zu verringern. Was haltet ihr von meinem Angebot? Preis 900? Ehrlich gesagt kann ich mir das jetzt nicht leisten. Mein Glück hat sich wohl nicht gewendet. Ihr habt kein Gold mehr, Freund. Kehrt zurück, wenn ihr genügend Münzen im Beutel habt. Okay. Ich kann es mir nicht leisten, ohne genügend Barschaft für Notwendiges herumzulaufen. Ja, habe ich mir gedacht. Ich wollte es trotzdem probieren. Ja, diesen können wir uns nicht leisten, diesen Magier. Zauberer. Na? So, dann schauen wir weiter auf der Leiter. Geht's hier geht's nach oben. Das darf ich nicht vergessen. So, da gehen wir mal hier rum. Wer bist du? Er redet jetzt wieder nicht. Der Angriff gestern Abend war schrecklich. Ich konnte meine Haut gerade noch retten. Wenn meine Schwester erfährt, was die Krux hier angerichtet haben, wird sie außer sich sein vor Wut. Oh, aber bestimmt befürchtet sie, dass ich verletzt wurde. Sie ist Bogenschützin der Legion in Gletschertal. Wenn ihr dorthin geht, könnt ihr ihr ausrichten, dass es mir gut geht. Ich bin sicher, sie wird euch belohnen. Sie heißt Ada. Ada. Oh, hoffentlich macht sich Ada meinetwegen keine Sorgen. Ja, macht ihr keine Sorgen. Liebe Dame, neuer Auftrag wurde in ihr Auftragsbuch aufgenommen. Sensationell. Cool. Ja, achso, da bin ich. Ja, ich habe mich jetzt wieder vergessen zu nehmen.
Schade, ich schaue jetzt schon viel besser aus, Leute. Ja, das bin ich. Schade, ich schaue irgendwie so komisch aus. Oh mein Gott. Es hat jeder diesen Fetzen da an. Diesen Lederfetzen. Gut, da können wir nichts machen. Gehen wir mal da rein. Wer bist du? Oh mein Gott. Chris vom Bett runtergefallen. Super. Wer bist du? Hey! Passt mal ein bisschen auf, wen ihr da tretet. Ich hab ein Schwert und kann's benutzen. Wenn ich nur nicht den verteufelten Kater hätte. Ständig weckt mich einer und erzählt mir irgendwelchen Unsinn von wegen Dörfer retten. Aber ihr seht aus, als könntet ihr für meine Arbeit bezahlen. Nö. Für eine Handvoll Gold kriegt ihr den besten Schwertkämpfer, den es gibt. Nein, tut mir leid. Einverstanden? Ablehnen. Nervende, verdammte, dreckfressende Bauernratte. Ja, sei doch. Ich sage es lieber nichts, Leute. Ich enthalte mich meinen Kommentar. Ja, da in diesem Dörfchen können wir halt uns Krieger kaufen, sagen wir so. Aber das Geld habe ich im Moment nicht. Was soll ich machen? Ich habe im Moment das Geld nicht. So, wir sind hier oben fertig und die Folge ist beendet. Ja, da war so eine Handelfolge. Wir haben eingesackt, wir haben eingekauft, wir haben verkauft etwas. Jetzt haben wir auch wieder im Inventar etwas Platz zum Looten. Freue mich, Entschuldigung Leute, auf weitere Folgen mit euch, dass ihr wieder dabei seid. Würde mich über Likes freuen, Abos und Kommentare natürlich. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Game Over und ciao.